Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tarot der Liebe. Ja, wer es gelesen hat, die Überschrift, weiß schon, okay, jetzt ist der Page oder der Bube der Münzen dran. Und ja, nach den 10 der Münzen sieht das natürlich erstmal wieder so, oh Mann, eine Münze. Aber es erinnert an das Ass der Münze, wo eben etwas gegeben wird. Man erhält ein Geschenk. Und dieses Geschenk wertzuschätzen, das bringt mich eben dann auch darauf, okay, wie viel Wertschätzung ist da in der Liebe? Also wie viel Wertschätzung war zwischen euch beiden, wenn ihr, sag ich mal, jetzt wenn einer von euch hier an mich herantreten würde und sagen würde, wird das nochmal was mit uns, dann könnte diese Karte sagen, okay, wie viel Wertschätzung war jeweils von dir und dem anderen in der Liebe da? Und habt ihr da den wirklichen Wert der Liebe für euch erkannt? Vielleicht war es vordergründig natürlich mit einem Streit oder ständigen Streiten irgendwann dann auseinandergegangen. Und doch liegt da vielleicht irgendetwas ja zugrunde bei der einen oder bei der anderen Seite oder sogar bei beiden, die sich quasi gefunden haben, um eventuell dieses Thema zu lösen. Und das ist ja spannend, einfach mal diese Idee mit hineinzubringen, sich mal wirklich Gedanken zu machen, okay, was triggert da der andere bei mir? Warum triggert der denn das bei mir? Ja? Und was könnte ich denn da tun, dass es nicht mehr zu einem Trigger für mich wird? Weil der andere ja, ist eben anders als ich, natürlich. Oder eben passend genau, um bei mir dieses Thema zu triggern. Und bevor also dann wieder ein Zusammenkommen möglich wäre, was dann auch wirklich ja, dazu führen würde, dass es ein erfolgreiches Zusammenkommen bleibt auch, wäre es gut, eben klar zu haben, okay, möglichst beide Seiten, okay, was hat dazu geführt, dass wir uns da so irgendwie getriggert haben, dass wir die anfängliche Liebe vergessen haben. Und ja, natürlich auch, wenn da eventuell nach einer neuen Frage, nach einer neuen Liebe gefragt wird, ja, darf ich mich natürlich auch fragen, bin ich in meinem ganzen Sein so weit, dass ich jemanden auch einfach akzeptieren kann, auch weiter schätzen kann, wenn einfach die Verliebtheit so sich langsam legt und ich feststelle, okay, da ist das eine oder andere, was da bei mir so ein bisschen Resonanz macht. Wie weit bin ich dann bereit, diesen Schatz gemeinsam mit demjenigen zu heben? Und ja, Page, Bube, ein junger Mensch, da ist man dann noch zugange. Aber vielleicht ist es eben auch ein Hinweis darauf, dass vieles aus der eigenen Vergangenheit, auch beim anderen natürlich, entsprechend hochkommt wieder in so einer Beziehung. Und von daher finde ich das sehr spannend, dass du ja mit dieser Karte dann für dich vielleicht nochmal arbeiten kannst. Und wenn du da Unterstützung brauchst, komm gerne auf mich zu, nimm Kontakt auf über meine Homepage miracora.de. Und dann geht's weiter, wenn der Ritter um die Ecke kommt. Ja, endlich wieder ein Ritter. Wow. Darf auch eine Ritterin sein, natürlich, natürlich.